Ja, ich habe letztens das Angespielvideo gemacht und dachte mir, ich mache jetzt mal ein paar Rallyes, ein paar Videos davon im Saisonmodus, nicht im Karrieremodus. Ich finde das Leveln nicht so pralle, muss ich sagen. Natürlich realistisch, realistisch. Schwierigkeitsgrad bleibt auf 100%. So gut bin ich nicht. Permacrash ist aus. Ja. Dann starte ich das mal. Ich starte in der WRC3. Die WRC habe ich noch nicht freigeschaltet, da man das hier einmal gespielt haben muss. Was man sieht, dass sich von Fahrzeug zu Fahrzeug ein bisschen die Strecken ändern. Kann ich mir ein bisschen aussuchen, was ich fahren möchte. Chile, Portugal, Schweden, Japan. Finnland, Rallye. Da ist die Kroatien Rallye mit dabei. Möchte ich mit einem Ford fahren? Ein VW will ich auch nicht. Ich mache das mal so. Mit dem Skoda. Um einen zusätzlichen Reifensatz zu kriegen, fahre ich auch den Shakedown. Es gibt einen Schneesturm. Das ist ja schon übel mit dem dynamischen Wetter. Jetzt weiß ich wieder nicht, was für Reifen ich nehmen sollte. Da man ja nie weiß, was so auf einen zukommt. 6. 6. Jetzt muss ich noch entscheiden, was ich für Reifen brauche. Es wird Schnee regnen, dann vermute ich mal, dann wären die Regenreifen die bessere Wahl. Dann bestätige ich mal. Den Shakedown selbst fahre ich sehr langsam. Ich möchte einfach nicht, dass ich mein Auto schon vorher kaputt fahre oder eine Delle dran habe, bevor die Rallye überhaupt gestartet ist. Man sieht, es sind viele Strecken. Viele werde ich davon doppelt fahren. Nur in verschiedenen Tag- oder Nachtbedingungen oder etc. Es gibt nicht so viele einzelne Streckenabschnitte in dem Spiel pro Land. Das kennt man aber schon aus den Vorgängern. Nach dem Checkdown mache ich dann erstmal einen Cut. Und dann kommen die Folgen, also pro Strecke ein Video und lasse dann aber nach dem Rennen dann nochmal das Video dazu laufen, damit man dann auch sehen kann, wie das dann aussieht. Dann starte ich mal. Was für ein Dreckswetter. Gleich am Anfang. Also mit Schneereifen jetzt zu fahren, das wäre echt dämlich. Man rutscht dann nur durch die Gegend, hat also gar keinen Sinn. Auch wenn Schnee angezeigt wird, muss man da mal drauf achten hier. Am Rand hier immer schön aufpassen, weil die Felsen ragen dann doch schon auf die Strecke hinaus, obwohl man es nicht sieht, ist aber so, ob das. Oh, das ist knapp. Das
Das hat nicht ganz funktioniert. Ja, Verbindungsfehler. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Es lag nicht an den Servern, es lag tatsächlich an meiner Leitung. Es ist nämlich Vodafone, die letzte Woche richtig Schwierigkeiten haben in ganz Gesamtdeutschland. Mittwoch, Donnerstag, Samstag ging es, glaube ich, gestern auch. Heute ist wieder Mist. Ich habe eine 500k-Leitung und kriege noch nicht mal einen MBM-Download. Also es ist einfach miserabel, zumindest zum Online-Zocken. Ach schade, hier darf man das Video noch nicht angucken. Dementsprechend mache ich auf Fortsetzen. Und beende dann erstmal die Aufnahme und starte dann gleich das nächste Video.